Ja, moin moin Leute. Neues von der Leiharbeiterfront oder altes Neues. Naja, wie ihr alle wisst, bin ich ja zum 31. Mai gekündigt worden. Und ja, Kündigung ist rechtens, also ich habe das alles mal prüfen lassen. Leider Gottes kann ich auch nichts dagegen tun. Ja, letzten Dienstag hatte ich meinen letzten Arbeitseinsatz. Ja, war ja in Ordnung, aber für 9,50 Euro ist keine Arbeit in Ordnung, ihr könnt es mir glauben. Weil mit 9,50 Euro kann kein Mensch vernünftig leben. Das ist absolut no go. Ein Stundenlohn von 9,50 Euro ist in meinen Augen schon mehr wie eine Frechheit. Naja. Wie gesagt, letzter Arbeitseinsatz, jetzt bin ich erstmal freigestellt, beziehungsweise nehme meinen Urlaub und Überstunden etc. Ja, was mir an der ganzen Sache wieder ganz gehörig stinkt, ist ganz einfach das, die Leihbuden können sogar, wenn sie keine Arbeit haben, im Monat 2 Tage für sich beanspruchen. Beziehungsweise 2 Tage können sie dir an Überstunden abziehen. Finde ich eine absolute Frechheit. Ja, das macht natürlich meine Leihbude. Und ja, dann noch, ich musste meine gesamten Arbeitsklamotten abgeben. Ja, das heißt, ich habe in 3 Jahren 5 Paar Arbeitsklamotten gekriegt. 5 Hosen, 5 T-Shirts und gerade mal 2 Paar Schuhe. So, die Klamotten, die verschlissen waren, die haben wir natürlich schon längst weggeschmissen. Du hebst ja keine Lumpen 3 Jahre lang auf. So, aber die wollten sie auch wieder haben. Aber ich habe das dann ich habe denen das erklärt und dann haben die das auch eingesehen. Ich hatte gerade mal ein paar, also eine Garnitur Arbeitsklamotten, was noch einigermaßen war. Die habe ich abgegeben, inklusive Arbeitsschuhe. Wollten sie auch haben. Haben sie auch alles, wie soll ich sagen, schön in ihren Listen eingetragen, dass ich das auch wieder abgegeben habe. Und ich frage mich jetzt, was wollen die damit? Nur damit ich die nicht hier zu Hause noch anziehe in der Gartenarbeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die sowieso nie hier zu Hause angezogen, weil ich mit so einer Kleidung einfach nicht rumlaufe. Ich kann nicht für solche Firmen auch noch irgendwie Werbung laufen. Läuft nicht. Tut mir leid. Ja, wie gesagt, also ich war ja auch in den letzten Wochen für diese Firma auch, wie soll ich sagen, in firmeneigenen Objekten tätig, als, was weiß ich, Gärtner oder, ja, was weiß ich da, als ein Haus- und Hofverwüster, wollen wir mal so sagen. Also ich musste da irgendwelche Pergolas aufstellen und mit einem Freischneider irgendwelche Flächen mähen und. Also das war, natürlich habe ich mir bei der ganzen Arbeit auch kein Bein ausgerissen. Also Kündigung hatte ich und mal ganz ehrlich gesagt, für so einen Stundenlohn, ne, da mache ich da nichts groß. Naja, auf jeden Fall hat man sich dann hinter meinen Rücken bei meinem Arbeitskollegen noch beschwert, dass ich ja keine Motivation zeigen würde. Übrigens, dieser Arbeitskollege hat selber gekündigt in der Probezeit, weil, ich sag mal so, die Firma, das war einfach no go. Man hat ihn losgeschickt, er sollte in, Magdeburg ein Auto tauschen, also beziehungsweise es sollte so ablaufen, er ist mit einem Crafter, der
unter 3,5 Tonnen war und, und ein Anhänger. Da haben wir dann ein Auto draufgepackt und der ist damit nach Magdeburg gefahren, hat da ein Auto getauscht und ist mit dem anderen Auto wieder, also als Gespann wieder zurückgefahren. Und dieser Krafter hatte einen Fahrtenschreiber, einen digitalen Fahrtenschreiber. Mein Kollege hatte aber keine Fahrerkarte. Da habe ich dann zu ihm gesagt, hör mal, das ist nicht so rechtens, weil wenn so ein Teil verbaut ist, ist das auch zu benutzen. Und dann sind sie ihm gekommen von wegen, ja, das ist ja nur Werksverkehr etc. Ja, aber das ganze Gespann war ja dann auch über 3,5 Tonnen. Und ich glaube nicht, dass Werksverkehr von Lenk- und Ruhezeiten ausgenommen ist. Also er kann nur vom Glück sagen, dass sie ihn nicht noch angehalten haben. Ja, dann habe ich noch festgestellt, dass der Verbandskasten seit 2003, glaube ich, abgelaufen ist. Und ach, also ich sollte auch mitfahren. Man hatte auch versucht, mich da unter Druck zu setzen, dass ich da mitfahre. Aber ich habe dann gesagt, nee, mache ich nicht. Naja, okay, also ihr wisst jetzt erstmal Bescheid. Ich möchte noch all denjenigen raten, die die Kündigung bekommen oder bekommen haben, geht zum Arbeitsamt und meldet euch arbeitssuchend. Sofort nach Erhalt der Kündigung. Weil man hat 3 Tage Zeit nach Erhalt der Kündigung zum Arbeitsamt zu gehen und sich arbeitssuchend zu melden. Wenn man das nicht macht, bekommt man eventuell Probleme mit dem Arbeitslosengeld, dass man dann irgendwie eine Sperre oder was reingedrückt kriegt. Und das ist ja nun auch nicht gerade toll. Ja, die Arbeitslosengeld, den Antrag für, für das Arbeitslosengeld selber, den kann man ja dann später abgeben. Man sollte ihn aber noch vor dem gekündigten Zeitraum abgeben, damit das Arbeitslosengeld auch ja nahtlos ineinander überläuft. Ja, ich würde sagen, das war es dann erstmal für heute gewesen. Und ich werde mich weiterhin melden, wenn es irgendwas Neues gibt. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Wenn ihr wollt, könnt ihr abonnieren, Daumen hoch machen etc. Ihr kennt das ja alles. Okay, bis dahin. Tschüss.